Ich darf unsere Zuseher und Zuseherinnen bei Rainer Wein recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Michael Winkler und ich habe heute das Vergnügen, einen Rebell, den Schuhrebell aus dem Waldviertel bei unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Heini Staudinger, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du den Weg auf dich genommen hast. Servus Michael. Begrüße dich bei Rainer Wein. Bravo. Danke für die Einladung. Du hast dich sehr kurzfristig entschieden, den Bundespräsidentschaftswahlkampf auf dich zu nehmen. Was sind deine persönlichen Motive, Bundespräsident von Österreich zu werden? Ich glaube, ich habe die Christine Bauer-Jelinek im Februar oder im März zusammengekommen. Und dort haben wir überlegt, dass wer aus der Gruppe Zukunft jetzt, dass wer aus der Gruppe doch für einen Bundespräsidenten kandidieren soll. Und zwar, weil das Wahlereignis schon eine große Bühne ist und weil es wichtige Themen gibt, die man nicht verschweigen soll. Und das haben wir überlegt und irgendwie ist die Geschichte nicht in Schwung kommen und eigentlich wieder eingeschlafen. Und nachher hat man natürlich in den Medien gemerkt, der Termin kommt näher. Und dann ist es schon losgegangen mit den Themen, die da in die Öffentlichkeit gekommen sind. Und im Großen und Ganzen ist das für mich immer eine harte Zeit, wenn ich mir denke, dass Wahlen so die Hochzeit der Demokratie sein sollen. Und nachher müssen wir uns das ganze Gewäsch anhorchen. Und ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo es nicht um das geht, dort eine kleine Reform und da eine kleine Reform und dann wird alles wieder gut werden, sondern ich glaube, dass, und ich bin überzeugt davon, dass Millionen spüren, wir können so nicht weitermachen. Und wenn wir uns blöd spülen, wenn wir so weitermachen, dann fahren wir an die Wand. Und wenn wir uns blöd spülen, dann fahren wir auch nur in den Krieg. Und da bin ich sicher, das wollen die Leute nicht. Und das, dass wir anders leben müssen, da muss man die Leute reinen Wein einschenken, beziehungsweise die Leute wissen es längst. So geht's nicht. Der sogenannte Welterschöpfungstag war heuer am 28. Juli, da haben wir alle Ressourcen verbraucht, die die Welt in einem Jahr uns schenkt. Aber für Österreich war es nicht der 28. Juli, sondern der 6. April. Das heißt, so wie wir leben, brauchen wir 4 Erden. Dass wir verbrauchen 4-mal so viel, als die Welt hergibt. Und jetzt kommt mir ja sagen, wann uns das in dieser Weise glücklich macht, dann ist es vielleicht wert, dass wir nachher zugrunde gehen. Aber das Tragische ist, wir verbrauchen viel, viel mehr, als uns zusteht und sind nicht glücklich. Im Gegenteil, es ist häufig Traurigkeit, Depression und Einsamkeit zu spüren. Und das Ziel ist nicht der große Konsum und das große Verschwenden, sondern das Ziel ist ganz einfach das gute Leben. Und von dem hat der Aristoteles schon geredet. Und er hat gesagt, für das gute Leben entscheidend ist das rechte Maß. Und aufgewachsen bin ich in einer Kreislerei. Da ist wirtschaftlich immer schwerer geworden, weil die Supermärkte gekommen sind. Die Konkurrenz praktisch? Ja. Und meine Eltern haben immer gesagt, solange wir es ausgekommen haben, gibt es nichts zu jammern. Und ich sage, in der Schule habe ich denselben Satz eleganter formuliert gelernt von Seneca. Nie ist zu wenig, was genügt. Und wenn wir das kapieren, dann können wir die Kurven kratzen. Wenn wir glauben, es muss so weitergehen, fahren wir an die Wand. Und ich habe gesagt, für die Kreislerei ist immer schwerer geworden, weil die Supermärkte gekommen sind. Und im Großen und Ganzen sind ja in den letzten Jahrzehnten viele dramatische Veränderungen passiert. Die Schuhindustrie ist ausgerottet worden, die Textilindustrie ist ausgerottet worden.
Wir machen nur mehr 0,5% der Schurch, die in Österreich verkauft werden, werden in Österreich erzeugt. Du bist ja am Boden als Schuhproduzent, ja, am wirklichen Boden. Ja. Und deine Perspektive vom Boden ist eine ganz andere als die Perspektive jetzt von einem Nehammer, von einer Van der Leyen. Die sehen deine Perspektive gar nicht. Ich habe hast du deine Perspektive wahrgenommen, wie du dieses Schuhwerk, dieses Schuhbusiness übernommen hast? Es war ja auch ein Schicksal, dass du da hineingekommen bist. Wir würden, unsere Zuhörer und Zuseher möchten das auch wissen, wie dein biografischer Weg war, in dieses Schuhbusiness hineinzukommen, was ja eine schwere, arbeitsintensive Tätigkeit ist. Ich überlege Sekunden, wie weit ich zurückhupfen soll. Ich habe Medizin studiert und habe auf die Pathologie, das ist eine große Prüfung, mit einem Bäder gelernt. Und der Bäder ist durchgekommen und ich bin durchgefallen. Und der Bäder war Einzelkind vor einem praktischen Arzt und der Vater hat ihm 10.000 Schilling für die bestandene Prüfung gegeben. Und der Bäder ist nach München Shopping gefahren. Das war 1979 keine übliche Freizeitbeschäftigung für einen jungen Menschen. Und 10.000 Schilling war damals eine Menge Geld. War keine Chance, ja. Und dann ist er von München heimgekommen und hat alles Mögliche gekauft und hat mir im Café Merkur in der Florianigasse alles Mögliche gezeigt. Und besonders geschwärmt hat er von Schuhe, die es in Österreich nicht gibt. Und ich schaue so im Kaffeehaus unter den Tisch rein. Der Bäder schwärmt, wie klasse die Schuhe sind. Und wie ich den Kopf wieder hebe, sage ich, du Bäder, ich höre jetzt auf mit Medizin studieren, ich werde jetzt Schuhhändler. Ich habe mich mein Leben lang nicht für Schuhe interessiert. Und in dieser Sekunde sind die Würfel gefallen. Das war die Initialzündung für dich? Genau. Das ist ja oft interessant. Rückblickend in ein Leben gibt es das oft, dass die entscheidenden Sachen nicht großen Überlegungen entspringen, sondern einer emotionalen Handlung. Ja, was denn man sagt, dann oft Schicksal. Mit dem auch sei der spannende Punkt ist ja immer das, was macht man draußen. Ne? Mhm. Und ich bin dann ein paar Tage später Autostopp nach Dänemark gefahren, weil die Schuhe von dort hergekommen sind. Habe den Schlafsack in einen Park versteckt, dass die nicht merken, dass ich wie ein Sandler daherkomme. Dann habe ich gesagt, ich möchte eigene Schuhe in Österreich verkaufen. Dann haben die gesagt, super. Und dann habe ich gesagt, ich kenne mich nicht aus im Schuhhandel, sie sollen mir helfen, eine Erstbestellung formulieren. Dann haben wir die Schuhe um 300.000 Schilling aufgeschrieben. Und wieder, dass die nicht merken, dass ich keine Kohle habe, habe ich freundlich unterschrieben und bin Autostopp heimgefahren. Wow. Und habe 2 Tage meine Freunde angerufen, ob sie mir Geld borgen. Und in lauter kleine Portionen von 5.000 und 10.000 Schilling habe ich in 2 Tagen das Geld beieinander gehabt. Das ist erste Crowdfunding. Genau. Nur war, ich habe nicht einmal gewusst, dass es illegal ist. Ja, ja. Aber es hat funktioniert. Okay. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass ich jetzt eine Bank fragen konnte, sondern für mich war das Allernächste, dass ich meine Freunde frage. Und so habe ich im 1980 angefangen. Und zwar am 5. Dezember. Und ein paar Tage später haben sie John Lennon erschossen. Am 8. Dezember. Ich weiß, ja. Und ich habe ein paar Verse von John Lennon übersetzt. Und zwar auf Englisch heißt es: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Und meine Übersetzung heißt: Mag schon sein, dass du jetzt sagst, ich sei ein Träumer. Mit diesen Träumen aber bin ich nicht allein. Und eines Tages, hoffe ich, wirst du einer von unserer Träumergruppe sein. Das ist eine super Übersetzung. Ich bin ehrlich gesagt auch zufrieden. Und ich habe es deswegen auch jetzt gern gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass ich in gewisser Weise meinen Träumen treu blind bin. Und dabei ist ein wichtiges Ereignis in meinem Leben, dass ich 1972, unglaublich, vor 50 Jahren,
mit meinem Freund Reinhold mit dem Moped von Schwannerstadt nach Afrika gefahren bin. Wie gesagt, mit einem Moped, nicht mit einem Motorrad. Warum mit einem Moped? Das war ein Buchmoped, MC50. Und zwar, da hat es einen Malerbuben in Schwannerstadt gegeben. Der hat mit dem Moped so relativ weite Reisen gemacht und hat erzählt, dass das Moped halt spinnen kann und so weiter. Und schlimmstenfalls geht das Moped so kaputt, dass du das liegen lassen musst. Und dann hat er gesagt, schau her, ein Moped kostet weniger als eine Maschine. Und wir haben nicht viel überlegt und haben uns dann für die Moped entschieden. Ein ganz wesentlicher Faktor für diese Reise, damals mit 19, du warst 19 Jahre jung, war die Verabschiedung von deiner Mama. Möchtest du uns das erzählen? Das erzähle ich gern. Und zwar, der Reinhold und ich haben gerade studieren angefangen, nach der Matura, sind im ersten Jahr gewesen. Und dann haben die Eltern mitgekriegt, dass wir vorhaben, dass wir nach Afrika fahren und haben zuerst im Guten und vernünftig gesagt, seid gescheit, dass zuerst fertig studieren nach Afrika fahren, könnt ihr noch alle. Und wir haben uns von dem nicht irritieren lassen, sondern haben einfach in unseren Vorbereitungen weitergemacht und dann hat Mama irgendwie gemerkt, hoppala, die Sache ist ernst und hat geglaubt, jetzt muss er Scheiferl zulegen. Und das glaube ich im Übrigen, dass viel so in den Beziehungen so ähnlich rennt, dass nachher emotionaler Druck gemacht wird. Und Mama hat das auf folgende Weise gemacht, dass sie gesagt hat, und wenn du mir das antust, dann stirbe ich. Und es war ein schweres Argument. Und ein paar Monate später war dann quasi der Tag der Abreise. Wir haben uns die Hand gegeben zum Abschied, gewarnt haben wir beide. Ich habe gesagt, Mama, du stirbst jetzt und ich fahre jetzt. Boah, das ist eine konsequente Entscheidung. Und die Geschichte ist so ausgegangen, dass ich und der Reinhold sind wirklich gefahren und sie ist nicht gestorben. Sie ist im 94. Lebensjahr. Fantastisch. Und sie geht zu manchen Auftritten mit mir. Und da haben wir immer ein Hetz, weil ich doch die Geschichte erzähle und sage, schau, die Mama hat sich nicht dran gehalten an Sterben. Darum ist sie jetzt da. Jetzt 94 immer noch da. Großartig. Die Geschichte ist ja dann in Afrika bei einer Fotosession zu Ende gegangen, wo jeden Tag habt ihr bei dem Moped was reparieren müssen, weil natürlich immer was kaputt geworden ist auf dieser langen Reise. Und ihr seid dann in Tansania zuerst einmal gelandet, weil ihr dann einen Bekannten dort gehabt habt, als einzigen, den ihr gewusst habt. Nach Tansania sind wir deswegen gefahren, weil wir in Afrika niemanden kennt haben, außer Dr. Watschinger. Und der Dr. Watschinger war in Schwannerstadt in die 50er Jahre Kaplan. Und er war gleichzeitig ein Mediziner. Und hat Ende der 50er Jahre Reisen nach Afrika gemacht und ist dann hängen geblieben und hat dort das Spital angefangen. In Tansania. Und eben, weil wir ihn kennt haben, außer ihm, sind wir nach Tansania gefahren, was insofern, ich wollte sagen, kein Klick war, weil das 12.000 Kilometer zum Fahren waren und weil die Moped ja langsam waren. Wir haben wirklich ein halbes Jahr gebraucht, bis wir dort angekommen sind. Und in Wirklichkeit ist genau das, glaube ich, ein großes Glück, wenn man das so als junger Mensch erleben darf, dass das völlig wurscht ist, ob das ein Monat oder zwei oder drei oder vier Monate länger oder weniger lang dauert. Dass irgendwie dieses Termingehetze weg ist. Und ich sage, ich habe dieser Reise die wichtigste Erkenntnis meines Lebens zu verdanken, nämlich, es gibt im Leben nichts Wichtigeres als das Leben. Und da sage ich, das kann man in Afrika lernen. In Europa oder bei uns, da lernt man, das Wichtigste im Leben ist das Geld. Das Zweitwichtigste vielleicht Auto oder Wohnung und dann vielleicht nur die Kinder. Und dass das Leben selber das Wichtigste ist, das merkt man dann, wenn im näheren Bekanntenkreis irgendwer
tragisch bei einem Unfall umkommt oder irgendwer jung an Krebs stirbt, dann spüren wir auf einmal, hoppala, das Leben ist's. Und das Verrückte ist, dass wir das so schnell wieder vergessen können. Und wenn wir die Entwicklung unserer Gesellschaft anschauen, dann merkt man ja, dass der Baumeister von unserem gesellschaftlichen Gefüge ist die Logik des Geldes und nicht die Logik der Natur und des Herzens. Und weil wir dieser Logik des Geldes folgen, ist oft eine unglaubliche Zerstörungskraft wirksam. Und unsere Gesellschaft belohnt manchmal ja absolut das Falsche. Irgendwelche Börsenspekulanten oder die Agroindustrie, die Böden kaputt macht. Oder im Waldviertel haben wir eine große Katastrophe im Waldsterben. Durch Hitze und Borkenkäfer sind in den letzten 3-4 Jahren fast ein Drittel von 60.000 Hektar Wald Grund gegangen. Und fast vorsätzlich. Naja, was heißt vorsätzlich? Der Borkenkäfer hat quasi unglaublich gute Umstände durch die Monokultur. Und durch die Monokultur kann er so effizient arbeiten und dabei ist einfach wahnsinnig viel Wald kaputt gegangen. Er hat auch keine natürlichen Feinde mehr. Ja, genau. Und jetzt müssen wir quasi den Wald umbauen wieder in seine Natürlichkeit. Im Bayerischen Wald haben sie das vorgezeigt. Da haben sie großes Waldsterben gehabt vor 30 Jahren durch Borkenkäfer und Windriss. Und sie haben alles liegen lassen. Ich glaube an die 150.000 Hektar. Bayerisch-tschechische Seiten. Und es ist unglaubliches Paradies, wie sich quasi der Wald nachher selber wieder entwickelt hat, in einer zauberhaften Vielfalt. Und meine Eltern haben ein paar Hektar Wald gehabt und so habe ich die Waldarbeit von Kindheit an mitgekriegt. Ich habe es nur mitgekriegt, wie die, ich glaube, Rückkehrpferde, sagt man, die das Holz aus dem Wald auszuzahlen, wo kaum Maschinen im Einsatz waren, wo ich habe mit Papa die Bäume mit der Hand umgesagelt. So ein Haflinger, oder? Die Pferde, oder was waren das für richtige Arbeitspferde? Ja, oft Norica und so, schwere, also richtig schwere kräftige Pferde. Ja. Und dann ist die Waldarbeit mit Motorsäge und weiß Gott was und Traktor gekommen. Und dann waren die österreichischen Arbeiter zu teuer, dann sind die osteuropäischen Arbeiter gekommen. Und jetzt macht das alles der Harvester. Hast du einer Maschine mal zugeschaut? Als Kind einmal. Ja. Gespenstisch, das ist eine Riesenmaschine, kostet knapp eine halbe Million Euro. Nimmt den Baum in 5 oder 10 Meter Höhe, schneidet ihn unten ab, hat ihn quasi in der Hand. Er fetzt durch, da fallen alle Äste weg und in wenigen Minuten ist der ganze Baum tranchiert und auf richtiges Maß abgelenkt am Stoß. Und die Folge ist, das ist die Möglichkeit, wie man aus dem Wald noch ein Geld rausziehen kann. Und gleichzeitig ist die Möglichkeit, wie man im Waldboden auch noch ruiniert. Weil die Maschinen wahnsinnig schwer sind und den Boden verdichten und so weiter. Und da sagt übrigens ein slowakisches Klimaforschungsinstitut, dass die Bodenverdichtung eine der großen Ursachen für den Klimawandel ist, weil die Verdichtung führt dazu, dass viel, viel mehr Wasser schnell abfließt. Drüber schwemmt und nicht in den Boden geht. Und damit hat auch die Sonne quasi weniger von ihrer Lieblingsbeschäftigung, nämlich aufsaugen, das Wasser zu verdampfen. Okay. Ja. Und weil das so schnell weggeht, ist, tut die Sonne quasi nur die Hitze reflektieren und diese großen Hitzen führen dann auch zu Stürmen und Unwettern. So ähnlich geht die Überlegung von dem slowakischen Klimaforschungsinstitut. Dasselbe Problem haben wir bei der Versiegelung. Wir versiegeln im Tag zigtausende Quadratkilometer in Österreich. Ja. Und da rinnt das Wasser genauso schnell ab. Absolut. Es gibt gar keine Möglichkeit,
den Boden für den Boden das Wasser zu absorbieren. Und jetzt glaube ich, wenn man das in einen ordentlichen, anständigen Dialog mit den Bürgern des Landes verhandelt, dann niemand will die totale Zerstörung. Aber oft sind wir alle so gefangen in irgendwelche Blödheiten von Karriereträumen und Standards. Eigeninteressen. Ja. Obwohl unterm Strich, glaube ich, ist das Glück in der Gemeinsamkeit das Wertvollere. Mit Sicherheit, wenn man sich miteinander freut, wenn man miteinander sich gegenseitig unterstützt und auch hinaufhebt. Absolut. Und nicht gegenseitig abtragt und den anderen, wie in der Marktwirtschaft, man muss konkurrenzfähig sein. Das ist, glaube ich, eine Tragödie. Sie haben uns jahrelang eingeredet, die Märkte werden alles regeln und man darf da nur ja nicht eingreifen. Und das, was wir jetzt als Ergebnis haben, da gibt es ja den schönen biblischen Sager, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Früchte dieser Marktregelung ist, dass wahnsinnig viel vom Kleingewerbe einfach kaputt gegangen ist. Und es ist immer dasselbe Strickmuster in der Veränderung. Den Nutzen haben ganz wenige und den Schaden haben alle. Wir sind vor 2 Jahren zu Fuß vom Waldviertel nach Wien gegangen. Zu Fuß? Knappe Wochen waren wir unterwegs oder ganze Wochen. Und dann kommst du in ein Dorf und du hoffst, es gibt einen Wirt. Dann findest du keinen Wirt. Dann hoffst du, es gibt einen Kreisler. Dann findest du keinen Kreisler. Dann findest du keine Leute, die auf der Straße sind. Dann musst du bei einem Fenster klopfen, dass du was zum Trinken kriegst. Und dann erzählt er die alten Leute, dass vor 30 Jahren noch 5 Wirt gegeben hat, vor 15 Jahren hat es nur 3 gegeben und vor 10 Jahren hat der letzte zugesperrt. Und das ist die totale Vereinsamung und Kaputtheit. Und im Fernsehen und zum Beispiel im Wahlkampf wird dann so geredet, wie dort ein bisschen eine Reform und da ein wenig eine Reform und das wird schon wieder werden. Nein. Das reicht dann schon. Nein, das System ist bis ins Mark kaputt. Und zwar, die Konzerne haben Steuerprivilegien gekriegt, dass der Herrn und Seng vergeht. Sie haben bis 22 Euro nicht einmal die Mehrwertsteuer verrechnen müssen. Und in diesem Wettbewerb sind die Clan in Österreich kaputt gegangen. Die sind von den österreichischen Behörden gefützt worden. Und bis zum letzten Steuergroschen haben sie zahlen müssen, bis hin worden sind, während die Konzerne, ich weiß nicht, wofür? Warum sind die mit Privilegien überhäuft und überschüttet? Jeder von uns weiß, dass die Konzerne niemals die Steuern zahlen, die Kleinen zahlen müssen. Warum ist das so? Warum hilft die Regierung zu denen und nicht zu uns? Und ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Und nur mal, ich mache mir keine Illusion, der Bundespräsident macht nicht die Rahmenbedingungen, er macht auch nicht die Gesetze. Aber er kann die Stimmung sehr wohl beeinflussen. Und das, glaube ich, kann sehr wohl was bringen, wenn die Stimmung auf Seiten der armen Leute ist oder auf Seiten der kleinen Leute ist und der Bundespräsident denen Rückenwind gibt und nicht dauernd das Gefühl gibt, ihr könnt ja eh nichts machen. Und ich sage dazu Folgendes. Das ist ja oft das herrschende Gefühl, man kann ja eh nichts machen. Und da sage ich, wenn dieses Gefühl vorherrschend ist, man kann ja eh nichts machen, dann stimmt's auch. Dann wird's auch so. Dann wird's auch so, genau. Aber wenn wir uns bewegen und sagen, wir können was machen, wenn wir was machen wollen, dann kann auch das stimmen. Und dieser Stimmung möchte ich zu einer Stimme verhelfen. Unsere Großeltern haben bewiesen, dass vor 80 Jahren, da war Wien so wie Aleppo heute, dass man in 80 Jahren Wien von einer wirklich ungeliebten Stadt, von einer zerbombten Stadt,
mit wirklich viel Einsatz und mit wirklich viel Energie und mit wirklich viel Blut, Schweiß und Tränen natürlich zu einer der Top 3, sogar Top 1 Stadt der Welt bringen kann. Und vielleicht ist in 80 Jahren in Aleppo, das jetzt noch sehr zerbombt ist, einer und sagt, es ändert sich eh nichts. Mm. Und schaut Netflix und ist auf der Couch. Mm. Die weiteste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und du hast jetzt einmal den ersten Schritt gemacht. Du hast dich deklariert als Bundespräsidentschaftskandidat. Das ist auch eine Verantwortung. Und jetzt gibt es natürlich Hindernisse. Und Hindernisse sind zum Beispiel schon einmal 6.000 Stimmen, Unterstützungserklärungen. Und das ist nicht so in einer... Was du da sagst, ist frech, die 6.000 Stimmen, die habe ich im Nu. Nur die Art, wie man die Stimme abgeben muss, dass man da auf die Gemeinde gehen muss. Und zwar nur auf seine Gemeinde. Nur auf die Gemeinde, wo du der Hauptgemeinde bist. Dort muss die Unterschrift vor dem Beamten leisten. Und da gibt es ja oft Gemeinden mit ganz schrägen Öffnungszeiten, die nur ein paar Stunden in der Woche offen haben. Mittagspausen von 12 bis 1. Kommst du dorthin, kriegst nichts. Haarscharf, haarscharf. Und nachher, wenn du die Unterschrift hast, musst du es entweder uns zuschicken oder in ein Gehergeschäft abgeben. Und dann muss man bis zum 2. September auch noch den Postweg bedenken. Und darum sage ich, bitte, ich freue mich für jede Stimme, für jeden, der sich die Mühe macht, diese Prozedur von Gemeinde und Briefkastel oder GR-Laden auf sich zu nehmen. Bitte, macht euch die Mühe, und zwar, weil ich ziemlich fest davon überzeugt bin, dass das, was ich auf die Bühne bringe, in gewisser Weise habe ich da ein Alleinstellungsmerkmal. Und zwar meine wichtigen Themen sind, ich würde schon sagen, das Kleinunternehmertum, das ist quasi meine Lebensgeschichte. Und ich glaube, dass die Klein- und Mittelbetriebe sind die wichtigsten Arbeitgeber des Landes. Und sie haben auch gesorgt für die Vitalität in den Orten. Und dass jetzt die Kleinunternehmer unter völlig unfairen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben, ist schon eine Sauerei. Und die zweite große Sauerei ist, dass es nichts gibt, was höher mit Abgaben belastet ist wie die Arbeit. Mit dem Ergebnis, dass alles, was arbeitsintensiv ist, flüchtet in irgendein Land, wo billig gearbeitet wird. Zum Beispiel China. Zum Beispiel China, aber die Chinesen dann manches von zum Beispiel der Schuhindustrie bereits nach Äthiopien auslagern. Das ist unfassbar, der Kreislauf. Weil in Äthiopien die Arbeitsstunde 10 Cent kostet. Und diese 10 Cent wieder, das ist für einen gewissen Klick ein gigantischer Vorteil, ein Nutzen, aber de facto für alle ein Schaden. Und zwar auch für die, die in Äthiopien dabei eine Arbeit finden. Diese 10 Cent sind Fluchtursache und nicht Lösung. Und es bleibt nichts über. Wir werden uns eines Tages mit dem auseinandersetzen müssen, wegen der Migrationsströme. Was sind die Fluchtursachen? Und eine Fluchtursache heißt sicher Stundenlöhne von 10 Cent. Eine weitere Fluchtursache ist im Wirtschaftskrieg um die wertvollen Bodenschätze sind im Kongo 6 Millionen Leute umgebracht worden. Wir wissen alle, dass der Krieg in der Ukraine im Februar angefangen hat. Die Bodenschätze im Kongo brauchen wir für unsere Handys, das brauchen wir für unsere Lebensart. Nur, ist dafür in die Zeitungen gestanden? Ist das nicht ein Wahnsinn? Null. Ist das nicht ein Wahnsinn? Der Krieg in der Ukraine hat übrigens 2014 angefangen. Da hat es schon 14.000 Tote gegeben, bevor es jetzt weiter verschärft worden ist. Aber im Kongo 6 Millionen Tote. Das heißt, wir sind gierig auf die wertvollen Bodenschätze, die haben.
Aber wenn die dem Krieg, dem Terror und der Not entkommen wollen und womöglich nachher bei uns einer wollen, dann sagen wir haben keinen Platz. Und darum ist, ich mag die Formulierung so gern, wir sind eine Menschheitsfamilie. Ja? Und wenn wir das kapieren, dann haben wir eine wichtige Grundlage für den Frieden geschaffen. Dass wir unter Menschen zwischendurch ein wenig streiten, ist normal. Das ist normal. Im Gegenteil, es entzündet unsere Leidenschaften und schärft unsere Gedanken. Aber es bleibt dabei, wir sind eine Menschheitsfamilie, es gibt nur eine. Unser Essverhalten ist ja jetzt für die, die noch Fleisch essen, ich habe mich von dem jetzt distanziert, ich bin kein Fleischesser mehr. Ich denke mal, wenn ich mich verändern kann, dann kann das ein anderer auch. Aber die, die noch Fleisch essen, die essen nur noch die besten Stücke vom Fleisch. Und der Rest von dem übrig gebliebenen Fleisch wird billigst nach Afrika exportiert, dass die Bauern dort ihr eigenes produziertes Fleisch, was sie natürlich teurer produzieren, nicht mehr an den Mann bringen können, weil das Billigfleisch sie überschwemmt. Nein, es ist schrecklich. Und zwar, ich kenne es aus unmittelbaren Erlebnis in Westafrika und auch dramatisch in Ostafrika. Oder ganz, ganz traurig, Kongo. So ein sagenhaft fruchtbares Land. Im Osten 5 Erdäpfelernten pro Jahr sind da möglich. Es wächst wie verrückt. Und diese internationalen Bergbaukonzerne verfügen über Geld und weltweite Kontakte wie Hai. Und die überschwemmen den Kongo mit Importen, dass die eigene regionale Landwirtschaft oft nicht mehr produzieren kann. Und jetzt hungern die in dem fruchtbaren Land. Gestört vom Krieg und Importen, die zu irgendwelchen Fantasiepreisen ins Land kommen. Und du hast es ja gerade gesagt, mit den... Die machen es kaputt. Wir fressen nur mehr die Edelteile vom Viech, das ist doch obszön. Ne? Und trotz alledem, ich glaube, dass die Bereitschaft, dass wir aus dieser Sackgasse raus müssen, wächst. Und ich würde sagen, das, was jetzt auch gesagt ist, ist Wiederaufbau, ja? Und Völkerfreundschaft. Und ich glaube, dass stimmungsmäßig viele, viele, viele Menschen eigentlich Sehnsucht nach dem haben. Du bist auch ein Verfechter vom Antonowski, sein Arzt, der nicht die Krankheit untersucht hat, sondern eben, was braucht es, dass der Mensch gesund ist? Aaron Antonowski. Und zwar ist er auf die Idee gekommen, ich weiß nicht mehr, wie er zu dieser Aufgabe gekommen ist, dass er Frauen zu betreuen gehabt hat, die das KZ überlebt haben. Und da hat er gestaunt, dass es unter diesen Frauen welche gibt, die bomberl gesund sind, psychisch, und manche, die auf ewig gebrochen sind. Und er wollte herausfinden, was ist es, was Menschen gesund macht, und hat quasi dem sein Lebenswerk gewidmet, was braucht es, dass Menschen gesund sind. Und dabei hat er 3 Säulen gefunden. Und die möchte ich jetzt sagen. Er sagt, es ist wichtig, dass man versteht, dass man die Welt, in der man lebt, irgendwie versteht. Und interessant ist auch das, diese Nischen gibt es auch im KZ, ja, wo die einen nur schwarz sehen und die andere sieht da nur ein Nischen und dort nur ein Nischen und versteht irgendwelche Möglichkeiten, die ihren Radius erweitern. Also das ist meinen Lieblingsfilm, Das Leben ist schön, absolut. Wo der Vater seinem Sohn in dem KZ eine heile Welt vorspielt und ihm sagt, wenn er ganz leise ist und sich nie bewegt und wenn er nichts sagt und wenn er sich versteckt,
dann gibt es zum Schluss als Geschenk einen riesen Panzer zum Gewinnen. Ich verrate jetzt das Ende des Films nicht, aber da kriege ich jetzt eine Gänse. Der Benini, genau. Da kriege ich jetzt eine Gänsehaut. Ich fange jedes Mal an zum Weinen, wenn zum Schluss das Ende offenbart ist, weil das so berührend ist, dass dieser Vater für sein Kind eine unfassbare schauspielerische Leistung bringt. Also, für die Gesundheit haben wir drei wichtige Säulen. Erstens, verstehen, die Welt verstehen, in der wir sind. Zweitens, in dieser Welt handeln dürfen. Und drittens, das Handeln in einem sinnhaften Zusammenhang. Verstehen, Handeln und Sinn sind die Säulen der Gesundheit. Und in der Zwischenzeit wissen wir witzigerweise nun mehr, wenn du nämlich das Verstehen, das Handeln und den Sinn hast, dann ist auch deine Immunabwehr stärker. Und wenn du Angst hast, ist sie schwächer. Und so gesehen. Das ist ja genau das Paradoxon, was uns oktroyiert wurde, und das wurde vom Sebastian Kurz ausgehend Angst vermittelt. Und man weiß auch, jetzt auf das Beispiel mit dieser Impfung, wenn du jemanden, der Angst hat, impfst, ist das kontraproduktiv. Wenn der nicht positiv in dieses Gefühl der Heilung oder was auch immer das bedeuten soll, wenn es was helfen sollte, hineingeht, sondern mit Angst, dann ist das gegen sein ganzes Immunsystem, Gesundheit. Und das ist genau das, was du jetzt beschreibst, dass wenn du Freude hast und das verstehst und glücklich bist, dann ist dein Immunsystem stärker, dann hast du eine Abwehr und dann bist du einfach zufriedener. Ich habe mich wahnsinnig geärgert über diese Angstmache und habe mich auch geärgert über die grünen Gesundheitsminister, die nahtlos in dieser Angstmache mitgemacht haben. Und jetzt sage ich, ich kann das schon würdigen, dass wer Angst hat vor der Krankheit und Angst hat vor dem Sterben und dass er hofft, dass ihm die Impfung hilft und so weiter. Aber wie ein grüner Gesundheitsminister gänzlich darauf vergisst, vielleicht zu erinnern oder vielleicht auch zu ermahnen, dass für ein gesundes Leben ein gesundes Essen gut ist, frische Luft gut ist, gute Beziehungen gut sind und Bewegung eine Notwendigkeit ist. Und das stärkt unser Immunsystem. Und komme was will mit einem starken Immunsystem, sind wir besser drauf als mit einem schwachen. Völlig klar. Ja. Und wenn nachher nur wer meint, dass er mit der Impfung geholfen ist. Ich bin nicht einer, der auf die dann losgeht, sondern sagt, bitte, das ist deine Entscheidung. Was allerdings nachher heißt, alle müssen sich impfen lassen. Da finde ich, hört sich der Spaß auf. Und das, was man nachher in der Zeitung liest, welche gigantische Gewinne diese Brüder einfahren, das finde ich einfach obszön. Von BioNTech habe ich gelesen, die haben im ersten Halbjahr 9,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht und fast 5,5 Milliarden Euro Gewinn. Eine Gewinnquote von 55%. Das ist für einen Schuhfabrikanten unmöglich. Nein, ich sag's geschwind. Bei uns ist es so, wenn wir 2% haben, dann wir nicht jammern. Wenn wir 3% vom Umsatz haben, sind wir zufrieden. Bei 4 sagen wir schon, super. Und bei 5% vom Umsatz sagen wir, super, super. Und die machen 55% vom Umsatzgewinn, de facto von den öffentlichen Kassen gespeist. Und ohne Risiko, weil es gibt keine irgendwelche Möglichkeiten, die zu verklagen, wenn das nicht wirkt oder wenn es irgendwie schädlich wirkt, was man ja schon sieht. Ja? Ist eine Staatshaftung drauf, gell? Das ist von zwischen BioNTech, Pfizer und der EU, haben wir gekriegt einen Vertrag, den wir nicht lesen dürfen. Nein, es ist... Über unsere Köpfe hinweg. Wenn wir gelesen haben, war er zu 70% geschwärzt. Über die Summen, die verhandelt wurden, wurde nur durch eben kompetente Whistleblower, die das Ziel erreicht, das zu wissen.
Und die verhandeln für uns. Unser Gesundheitsminister hat dort Dinge unterschrieben, die wir niemals gewollt hätten. Nein, das ist unglaublich. Und jetzt haben wir quasi seit 2,5 Jahren Krise. Und wenn man sich anschaut, wer die Krisengewinner sind, das ist nicht witzig. Das sind die Silicon Valley. Ganoven hätte ich bald gesagt. Dann die Pharmakonzerne. Amazon, da, ganz klar. Selbstverständlich. Ganz weit vorn. Dann aber die Waffenindustrie. Und jetzt nur die Energiekonzerne. Und da erzähle ich eine nette Geschichte. Vor 20 Jahren ist der sogenannte Waldviertler Energiestammtisch auf mich zugekommen und hat gesagt, Heini, du hast da so ein schönes Dach, das genau nach Süden weist. Da kommt man Photovoltaik mit Bürgerbeteiligung. Es gibt einen Waldviertler Energiestammtisch. Okay. Genau. Ja. Und die haben mir gesagt, im Vorarlberg gibt es so Bürgerbeteiligungsmodelle. Und innerhalb von 20 Minuten haben wir uns geeinigt auf ein Modell. Die Leute, die uns 200 Euro für die Energiewende geben, kriegen innerhalb von 10 Jahren 11-mal einen Warengutschein in der Höhe von 30 Euro. Und die Geschichte ist innerhalb von 10 Jahren so ausgegangen, dass wir so viel Photovoltaik in Schrems montiert haben, dass uns die Sonne doppelt so viel Strom liefert, wie wir mit der ganzen Firma brauchen. Großartig. Und eines Tages ist die Buchhalterin dahergekommen und hat gesagt, Heini, kann ich jetzt die Leute endlich schreiben, dass sie aufhören sollen zu einzahlen, alle Dächer sind voll und alle Anlagen sind finanziert. Habe ich gesagt, aber nein, lass weiterzahlen, wir suchen uns einfach neue Dächer in Schrems und wir dann weiter. Und so haben wir alle Dächer von den Gebäuden der Gemeinde Schrems gemietet und überall liefert die Sonne an Strom und eben, wie gesagt, doppelt so viel, wie wir mit der ganzen Firma brauchen. Und ich habe mir damals gedacht, jede Veränderung braucht irgendwelche Vorreiter, die halt den ersten Schritt machen. Und wenn man nachher sieht, das funktioniert, das geht, dann muss man schauen, dass das Schwung kriegt und letzten Endes alle machen. Und in 20 Jahren haben wir die Energiewende geschafft. Warum wissen das unsere Politiker nicht? Wir haben im Jahr 2003 in Schrems angefangen. Seit 10 Jahren liefert uns die Sonne doppelt so viel Strom, wie wir brauchen. Und in der Republik Österreich ist de facto nichts passiert. Ein paar Kleinigkeiten, dass ein paar grüne Aktivisten die Goschen halten. Aber ohne jede Ernsthaftigkeit ist das betrieben worden. Und jetzt haben wir den Krieg, haben Probleme mit Gas und Öl. Weil wir uns abhängig gemacht haben. Da wollte ich auch sagen, ein großes Politversagen, dass wir in eine derartig wahnwitzige Abhängigkeit gerudert haben, obwohl wir ja viele Ressourcen im Land haben. Und außerdem haben wir ununterbrochen immer noch mehr Energie verbraucht. Und ich bin jetzt schon ziemlich alt, aber ich kann mich erinnern, dass wir vor 50 Jahren nicht einmal die Hälfte vom Energieverbrauch gehabt haben, den wir heute haben. Und wir sind aber auf Nacht nie da gesessen und haben nie gesagt, schade, dass wir heute nicht mehr Energie verbrauchen hätten können. Wir haben immer das Gefühl gehabt, das ist genug. Ja? Und jetzt haben wir doppelt so viel Energie pro Kopf, machen keine Schuhe mehr, machen keine Textilien, keine Vorarl, keine Moppe, keine Sturze, keine Handy, keine Fernseher und, und. Wir produzieren immer weniger, brauchen trotzdem Jahr für Jahr mehr Energie. Und dann bin ich einmal da gesessen und habe mir gedacht, wie gibt's denn das? Wir machen immer weniger und brauchen immer mehr Energie. Welche Ursache kann das haben? Und dann ist mir nichts anderes eingefallen, als dass wir es offenbar gern warm haben beim Blätter werden. Ja, es ist ein guter und richtiger Schluss. Ja, und die Lösung heißt natürlich, und befreie uns von der Blödheit und erlöse uns von dem Übel des Energieverbrauchs, der keinen Sinn hat. Ja?
Warum sieht das eine Politik nicht, wenn das im Waldviertel entsteht, in Schrems, dass man mit den Photovoltaikanlagen so positiv Energie bilanzieren kann? Jetzt sind wir schon eine Zeit, so eine kleine Gruppe beieinander für diese Wahlbewegung. Und der Herbert sagt, die wichtigste Aufgabe des Präsidenten ist, ein Gewissen zu sein. Ein Gewissen für die Parteien. Und zwar, wenn man die Parteiprogramme durchliest, dann denkt man sich ja häufig, genauso soll es sein, da steht in schönsten Worten drinnen, was wir ersehnen. Aber die Tragödie ist, die ÖVP hat die Kleingewerbetreibenden vergessen und im Regen stehen lassen, so wie die Kleinbauern auch. In Sonntagsreden kommen sie nur vor, aber in Wirklichkeit vergessen. Die SPÖ hat die Arbeiter vergessen. Vor 50 Jahren haben wir bei den Demonstrationen geschrien, hoch die internationale Solidarität. Und wenn man die Häden schaut, alles anders aus, weil da wird man nicht dulden, dass irgendwer für 10 Cent in der Stunde arbeitet und seine Familie nicht ernähren kann. Wir würden nicht dulden, dass die im Kongo im Bergbau zugrunde gehen und die ganze Natur vernichten und so weiter. Und dann bin ich überzeugt davon, dass es sogar viele FPÖ-Wähler gibt, die sich unter Freiheit und freiheitlich was anderes vorstellen als das, was die FPÖ praktiziert. Und zwar, das ist einfach grauslich, wie über Ausländer geredet wird, von denen man bitte in vielen, vielen Aufgaben und Arbeiten in unserer Gesellschaft total abhängig sind. Und da wollte ich sagen, das Mindeste, was wir machen sollen, freundlich sein. Und das andere, dass man über Asylanten nur gehässig redet, das kann es doch auch nicht sein. Wo ist die Barmherzigkeit? Und da bin ich überzeugt davon, dass wir alle einen Sinn für Barmherzigkeit haben. Man braucht sich ja nur in die Situation eindenken, wie war es, wenn mein Kind in dieser Not war. Na, selbstverständlich würde man helfen. Und dem anderen einen Tritt zu geben, nur weil es in unserer Menschheitsfamilie irgendwo anders auf die Welt gekommen ist. Geht sich nicht aus. Geht sich nicht aus. Nur dazu, gerade heute auf dem Magistrat habe ich einen getroffen, der ist Magistratsmitarbeiter, eben Serbe, hat er gesagt. Ja. Zahlt hier Steuern, zahlt hier ganz normal seine Abgaben, seine Sozialabgaben, macht einen ganz normalen Job, ist aber nicht mitgestaltungsbefähigt. Keine Stimme, darf weder mitbestimmen, kein Recht, sondern nur Pflichten. Ich habe gesagt, das werden wir ändern. Er hat mir angelacht und hat gesagt, na schauen wir. Ja. Und da sind 800.000 allein da in Wien, die genau dasselbe Problem haben, ob das Kroaten, Serben, Türken, das ist wurscht, das ist genau das, die arbeiten da, zahlen ihre Steuern, sind nicht wahlberechtigt und haben keine Mitgestaltungsmöglichkeit. Ja, und es gibt ja haufenweise Arbeiten, die Österreicher einfach nicht mehr macht. In Schrems haben wir zum Beispiel die Granitsteinbrüche. Und da sind vor Jahrzehnten schon die türkischen Gastarbeiter gekommen. Und jetzt der Osteuropäer, und die machen de facto die Arbeit. Und im Großen und Ganzen glaube ich, dass viele junge Leute das auch spüren, dass an dieser destruktiven Gesellschaft sich nicht in den Arsch aufreißen wollen. Ja? Und ich glaube, dass, da sind wir wieder beim Antonowski, handeln dürfen, ja, aber nicht am Schwachsinn handeln müssen, ja? Sondern handeln dürfen und sinnvoll handeln. Und zwar, ich kenne etliche Banker, mein FMA-Match hat mich in Bankkreisen sehr berühmt gemacht. Und die haben irgendwie ein doppeltes Problem. Die verdienen in der Bank relativ gut, merken längst, dass vieles von dem, was sie tun, destruktiv ist, hilft nicht, dass die Welt wieder heil wird, dass das heilen kann, was kaputt ist, sondern im Gegenteil, es hat die Schrauben nur mehr an. Und sie trauen sich nicht aussteigen, weil sie von der relativ guten Kohle abhängig geworden sind und so weiter. Und nochmal, das sind einfach Tragödien,
menschliche Tragödien. Und da kenne ich den schönen Satz von, ich glaube, der Heppel hat ihn gesagt, traurig grüßt der, der ich bin, den, der ich sein möchte. Und ich verstehe die Trauer. Und gleichzeitig ist es so, dass das Einzige, was da erlösen kann, der eigene Entschluss ist. Ja? Und der Entschluss, das hat der Christi am Morgen stark gesagt, der Entschluss heilt alles. Der Wille und der Entschluss. Ja. Genau, der Wille ist das eine, der Entschluss sagt aber jetzt da mal. Ne? Mhm, ja? Genau. Und der heilt alles. Und die Haltung ist ja nicht, kommt ja häufig vor, dass man quasi ein Bewusstsein für die Abhängigkeiten und Zwänge hat, aber nicht gespürt, dass bei meinem eigenen Entschluss alles ändern kann. Wenn du in der Lage bist, dich selber zu ändern, kannst du alles ändern. Ja, wie du mit dem Schnitzel fressen. Aufhören zum Schnitzel fressen. Ein kleiner Inder hat mir das bewiesen. Mahatma Gandhi. Jawohl, wunderbar. Der hat ein ganzes Imperium von wunderbar. Großbritannien. Wunderbar. Mit passivem Widerstand, ohne Gewalt, in die Knie gezwungen und Indien zur Unabhängigkeit geführt. Wunderbar. Wunderbar. Bloß 40. Wunderbar. War sehr eine klasse Geschichte vom Gandhi. Es war zu seinen Lebzeiten schon bekannt, dass er immer wieder radikale Diätkuren gemacht hat. Und eines Tages ist eine Mutter mit ihrem Sohn zum Gandhi gekommen und hat gesagt, Gandhi, mein Bub hört nicht auf mit Zucker essen. Ich habe schon so viel geredet mit ihm, er hört nicht auf, er tut weiter. Bitte sag du ihm jetzt, er soll aufhören mit Zucker essen. Schaut der Gandhi so an und sagt, kommt sie in 2 Wochen wieder. Die Mutter war nicht einverstanden, aber er hat gesagt, 2 Wochen. 2 Wochen später kommen sie wieder. Ist die Mutter ungehalten und sagt, so Gandhi, jetzt sag ihm aber endlich, er soll aufhören mit Zucker essen. Sagt der Gandhi zum Buben, geh auf mit Zucker essen. Hat die Mutter zum Gandhi gesagt, und hättest du ihm das nicht vor 2 Wochen auch schon sagen können? Hat der Gandhi gesagt, nein, da habe ich selber nur Zucker gegessen. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Jetzt möchte ich gern einspielen den Sager, der sehr um die Welt gegangen ist, um die österreichische Welt. Ja. Die Welt ist nicht bedroht von den Ozonlöchern, sondern von den Arschlöchern. Das ist das, was sozusagen wachrüttelt, ja, weil es ja auch ein richtiger Gedanke ist. Und wenn wir lernen zu teilen und zusammenzuhalten und gemeinsam einen Weg zu gehen, gegenseitig zu unterstützen, dann kommen ganz eigene Phänomene wieder auf, dass man sich freut mit dem Erfolg des anderen, weil man ja teilhaben konnte, weil man dem ja hilft und sich freut, dass der glücklich ist und der sich realisieren kann. Gibt es ja das schöne Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das ist so banal, es stimmt. Und wer es nicht glaubt, bitte ausprobieren. Das habe ich jetzt durch die letzten 2 Jahre, geben sich auch sehr viele positive Phänomene. Die Menschen fangen wieder an, näher zusammenzurücken. Sie reden wieder miteinander, sie helfen einander und der Mainstream wird jetzt schon langsam dahin geboxt, dass er das aufnehmen muss. Ja. Siehst du, da wollte ich wieder sagen, das ist doch ein Punkt, wo ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass ich bei diesen Kandidaten dabei bin, weil eben diese Wahl eine Bühne sein soll, für die notwendigen Themen. Und notwendig ist ja ein schönes Wort. Das heißt, in der Not müssen wir wendig sein. Ne? Und nicht deppert sagen, da kann man eh nichts machen. Kann der Konsument entscheiden? Das ist jetzt für mich eine Frage. Ich sage ja, weil der Konsument entscheidet sehr wohl. Du bist in einer sehr privilegierten Situation, dass du bei dir im Waldviertel brauchst du gar nicht
in einem Pillar einigen, weil du hast ja auch eine GEA-Food-Gemeinschaft gegründet, wo die Leute, die Bauern original ihre Lebensmittel herbringen. Ja. Ja. Wann warst du das letzte Mal bei euch daheim in einem Pillar? Ich glaube, ich war in den letzten 5 Jahren keine 10 Mal in einem Supermarkt. Vielleicht 12 Mal. 12 Mal? In den letzten 10 Jahren? Ja. Das muss doch möglich sein, dass man dieses Konzept verbreitet. Das muss doch möglich sein, dass das möglich ist, dass man erstens einmal eine qualitativ hochwertige Ernährung bekommt, von den Bauern direkt Hof ab und auf das zugreifen kann und nicht von einer Massentierhaltung, Fleisch, das natürlich die Ängste des Todeskampfes des Tieres noch drinnen hat, dass man das aufnimmt. Das kriegen wir mit. Das fährt mit. Ohne Zweifel unerträglich, diese Massentierhaltung. Außerdem höchst ungesund, eine Quelle für mutierende Viren, habe ich gelesen. Wie heißt der? Davis. Mhm. Metzgerbauer und großer Soziologe in Amerika. Yes. Du hast ein Gedicht vom Rilke parat. Ja. Würdest du uns das sagen, weil das sehr viel auch jetzt mit der Zeit zu tun hat? Ich habe mehrere Gedichte vom Rilke. Wenn ich dir in dem Fall kurz unterstützend helfen kann, als maskenmündig, fängt das Gedicht an. Das Gesicht verstummt. Es fängt anders an. Jetzt mache ich ein bisschen Rennen. Okay. Ich bin nur einer deiner ganz Geringen, der in das Leben aus der Zelle sieht und der den Menschen ferner als den Dingen nicht wagt zu wägen, was geschieht. Doch willst du mich vor deinem Angesicht, aus dem sich dunkel deine Augen heben, dann halte es für meine Hoffart nicht, wenn ich dir sage, keiner lebt sein Leben. Zufälle sind die Menschen. Stimmen, Stücke, Alltage, Ängste, viele kleine Glücke. Verkleidet, schon als Kinder eingemummt, als Masken mündig, als Gesicht verstummt. Und da sage ich gern dazu, dass das so eine Tragödie unserer Gesellschaft ist, dass wenn man den Kindern schon klar macht, sie müssen wettbewerbsfähig sein, das zielt oft auf die Maske an. Ja? Und in der Maske musst du bewähren, und wenn die Masken funktioniert, dann passt es, sagt unsere Gesellschaft. Wenn das Geschäft geht, passt es. Und wer du als Gesicht bist, ist quasi wurscht. Und in unserer geheimnisvollen Menschwertung, und zwar, das ist ja nicht so leicht zu verstehen, warum bist du auf die Welt gekommen, ich auf die Welt gekommen und jetzt sitzen wir da. Und da, die nächste Strophe kann ich nicht und die übernächste kann ich schon. Und da heißt es so, und wenn ich abends immer weiter ginge, in meinem Garten drin ich müde bin. Und da sage ich, das ist so ein bisschen die Zeit vor dem Einschlafen, wo du schon zu mir bist, dass du die eigenen Gedanken lenken und steuern kannst, wo die Gedanken ein bisschen selber da können, was wollen. Und wenn ich abends immer weiter ginge, in meinem Garten drin ich müde bin, ich weiß, dann führen alle Wege hin zum Arsenal der ungelebten Dinge. Und da sage ich, in dieser Zeit, wo wir schon zu mir sind, da kann die verschüttete Sehnsucht anklopfen und kann an das ungelebte Leben erinnern. Und wenn die Portionen des Ungelebten zu groß sind, dann fühlt sich dieses Arsenal, und Arsenal ist eine Waffenkammer, dann fühlt sich dieses Arsenal als Aggression gegen die Natur, gegen die Mitmenschen und auch gegen einen selber.
Ja, krankname ernste Angelegenheit. Worauf ich noch einmal kurz zurückkommen möchte, und da schließt sich jetzt der Kreis, bei der Französischen Revolution, wo ja Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die drei Grundsäulen sind, die du ja auch verwendest. Mm. Und du bringst es in drei Säulen mit der Freiheit des Gedanken und der Künste. Wir haben in dem Politgeschwätz der letzten Jahrzehnte, verschärft vielleicht in den letzten 5 Jahren, immer wieder gehört, es geht um die Verteidigung der europäischen Werte. Und wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, dass die unter der Verteidigung der europäischen Werte meinen es nur Kapital, Konsum und Komfort. Und da würde ich sagen, die europäischen Werte, die es wert sind, verteidigt zu werden oder gepflegt zu werden, die heißen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder heute sagen wir Geschwisterlichkeit. Und der Rudolf Steiner hat das so schön gesagt. In seiner sozialen Dreigliederung hat er es genannt. Freiheit den Gedanken und Worten. Gleichheit vor dem Gesetz. Brüderlichkeit in der Wirtschaft. Das ist ein Rezept, oder? Das ist ein gutes Rezept. Das ist ein sehr gutes Rezept. Was ich jetzt sozusagen abschließend, du hast natürlich auch Werbung, klarerweise. Du bist auch ein großer Kritiker für die Werbebranche, die auch geniale Werbespots macht, die natürlich auch sehr teuer sind, gar keine Frage. Hast du dir eine eigene Werbelinie überlegt für die GEA und hast das mit Broschüren sehr gut und einfach mit einem Freund gemeinsam entwickelt. Die Broschüren kann man sogar in den Straßenbahnen, Zügen und so weiter nachlesen. Wie bist du das angegangen mit der Werbung? Du hast gesagt, du möchtest für deine Branche, für deine Schuhbranche auch eine Werbung machen und wolltest dann diese teure Säule der Werbebranche sparen, um eigenkreativ zu werden. Wir haben 97 eine schwere Krise in der Firma gehabt. Und es war mir klar, es braucht eine Werbung. Aber in der Krise habe ich mir gedacht, jetzt geht es um das, um sparsam sein, fleißig sein und zusammenhelfen. Und sparsam sein, habe ich geglaubt, wirkt dort am besten, wenn wir die teuersten Leute nicht mehr brauchen. Mhm. Modernes Management macht es häufig umgekehrt. Sie kündigen möglichst viel Hackler lassen, irgendwo in der Welt erzeugen, wo es billiger ist, Management kriegt einen Bonus und die Hackler die Arbeitslose. Und ich habe damals einen arbeitslosen Architekt kennt, der gut mit dem Computer umgehen können. Und ich habe gesagt, die lassen uns probieren, die Werbung selber zu machen. Und ich habe gesagt, schau, Werbung ist im Grunde genommen scheiße. Sie belästigt uns im Fernsehen, in der Landschaft, im Radio, in die Zeitungen und jetzt auch im Internet. Und wenn wir schon werben müssen, dann möchte ich zum Dank für die Beachtung auch Brennstoff für Herz und Seele mitliefern. Und jetzt sind das so Heftel. Ich hätte auch mitnehmen sollen. Jetzt sind das so Heftel, wo jede zweite Seite ein ganzseitiges Foto ist und sehr gut. Das kannst du dann praktisch ein ganzseitiges Foto selber auch in die Kamera halten, das machen wir dann mit in der Kamera. Ein ganzseitiges Foto ist und ich sage... Ist das sichtbar in der Kamera? Höher? So? Passt? So? Okay, merci. Ich kann das nicht einschätzen. Ich danke euch für eure professionellen Augen. Und ich sage, wir machen die Arbeit dann gut, wenn diese Texthäppchen, die da zwischendurch drinnen stehen, was mit der Frage zu tun haben, was machen wir denn da auf der Welt? Zum Beispiel eine Sage vom Abraham Lincoln.
Man kann einige Leute die ganze Zeit, alle Leute einige Zeit, aber nicht alle Leute die ganze Zeit zum Narren halten. Ein guter Slogan. Fantastischer, ne? Slogan. Ja. Fantastischer Slogan. Oder Abraham Lincoln ist da ja, großartig. Oder Sigmund Freud: Liebe und Arbeit sind die Ecksteine des Menschseins. Das heißt aber bitte, wir sollen das gefälligst pflegen, die Liebe und die Arbeit. Ja? Und nicht irgendeinen Scheißdreck. Und dann habe ich mit Didi angefangen, diese Heftel zu machen. Und habe dann erstmalig gemerkt, wie wirksam Werbung sein kann. Und da glaube ich auch, natürlich freut es mich, wenn unsere Produkte beachtet werden und erkauft werden, weil wir ja von dem leben. Ich bin der Firmendichter und mein Sprecherl heißt: Wir wollen euch gute Schuhe geben, denn euer Einkauf lässt uns leben. Moderne Werbung redet nicht mehr von dem, wer davon lebt, von der Arbeit. Und oft aus guten Gründen reden sie nicht davon, weil viele von dieser Arbeit gar nicht mehr leben können. Und dann haben wir, der Didi war Architekt und wir haben nicht nur Schuhe, wir machen auch Möbel. Und dann haben wir ausschließlich in der Nacht gearbeitet und zwischendurch haben wir immer Möbel entwickelt. Und weil wir viel Beatles gehört haben, haben wir den Möbeln, die wir da entwickelt haben, dann Namen von Liedtiteln der Beatles, von den Beatles gegeben. Und einen Tisch haben wir genannt Let It Be. Let It Be? Wie hat der Tisch ausgeschaut? Ein Tisch, wo man auch gut unten was reinrahmen kann und so weiter. Und der Tisch heißt Let It Be. Und wir haben in die Heftel hemmungslos englische Texte eingeschrieben und es hat immer wieder Leute gegeben, die sich geärgert haben, dass keine Übersetzung dabei ist, unter anderem auch meine Mama. Und dann war es klar, dass wir für den Tisch die erste Strophen von Let It Be schreiben. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. Und ich habe zum Didi gesagt: Didi, ich habe schon Übersetzung, die können wir zwar nicht abdrucken, aber sagen möchte ich das da. Und meine Übersetzung hat geheißen: Wenn ich Wickel habe, times of trouble, wenn ich Wickel habe, kommt Mitzi Mamsch und sagt in ihrer Gescheitheit, let it be. Geh, scheiß dich nicht an. Und während ich das gesagt habe, hat der Didi das schon in den Computer eingetippt, habe ich gesagt: Aber Didi, das können wir nicht abdrucken. Hat der Didi gesagt: Geh, scheiß dich nicht an. Und dann haben wir das eingetippt und auch gedruckt. Und dann habe ich viel positiven Zuspruch gekriegt und die paar Zeigefinger haben wir gut ausgehalten. Und weil ich gemerkt habe, dass da so eine motivierende Kraft drinnen steckt in dem Sager, habe ich den zum Firmengrundsatz Nummer 1 erklärt. Scheiß dich nicht an. Und da muss man nicht wahnsinnig schlau sein, dass man nicht drauf kam, dass nur mutig sein zu wenig sein kann. Und darum haben wir einen zweiten Firmengrundsatz gemacht und der hat dann geheißen: Bitte sei nicht so deppert. Und das Scheiß dich nicht an und sei nicht so deppert, das habe ich mit meinen Nichten und Neffen so gern diskutiert. Und mit großer Leidenschaft haben die Kinder mit da. Und sie haben natürlich sofort kapiert, dass durch mutig sein, scheiß dich nicht an, der Auslauf, der Radius wächst. Und durch klug sein, nicht deppert sein, die Durchsetzungsmöglichkeiten wachsen. Und so haben wir leidenschaftlich diskutiert und irgendwann sagt die Rosi: Heini, habt ihr nicht nur einen dritten Firmengrundsatz auch? Jetzt war ich eigentlich mit den zwei ganz zufrieden und wollte sie aber nicht enttäuschen und habe gesagt: Aber freilich haben wir nur einen dritten Firmengrundsatz auch. Und in der Zwischenzeit ist mir schon eingefallen, dass klug und mutig eine Ganove sein kann. Aber es fehlt ihm die Orientierung, wie er sie sinnvoll und wertvoll für das Gelingen des größeren Ganzen einbringt. Und dann habe ich gesagt: Ja, wir haben eh nur einen dritten Firmengrundsatz und das ist der allerwichtigste. Und sie hat gesagt: Und was ist das? Und dann habe ich gesagt: Orientier dich an der Liebe.
Und im Großen und Ganzen glaube ich, dass auch das ist, was das Leben erfüllt macht. Eben, du hast zuerst schon gesagt, das Teilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das war mein Handeln, wie der Antonovs gesagt hat. Wenn mein Handeln sinnvoll wirksam wird, dann ist das auch eine wichtige Säule, dass ich ein gesundes Leben führe. Und jetzt möchte ich für die Werbung machen, dass du uns jetzt sagst, wo wir die Unterstützungserklärungen runterladen können, wo wir dich unterstützen können, wo wir die 6.000 Stimmen, weil viel haben wir Zeit nicht mehr. Es ist bis 26. August der erste Stichtag, der wird dann noch ein bisschen verlängert. Aber in Wirklichkeit sind es 10 bis 12 Tage noch für 6.000 Stimmen. Ja. Es sind pro Tag 600 Stimmen, es ist nicht wenig. Ja, du hast ja einen Vorschlag gehabt. Wie kann das gehen? 10 Mitarbeiter, die fleißig sind, vielleicht mit einer hübschen Begleitung, vor dem Magistrat. Die erste Frage muss sein, sind Sie in Österreich wahlberechtigt? Jawohl. Wenn die Frage mit Ja beantwortet ist, dann kann man sozusagen bitten um eine Unterstützungserklärung. Die hat man mit deinem Namen drauf. Ein Ausweis muss noch dabei sein. Bitte, die Unterstützungserklärung kann man so gut runterladen auf unserer Homepage. www.heini-president.at. Sag du es nochmal ganz genau. www.heini-president.at. Dort kann man das Formular runterladen. Mit dem Formular muss man zum Heimatgemeindeamt gehen und dort vor dem Beamten unterschreiben. Und das ist noch nicht genug, weil dann muss das Formular entweder bei uns in ein GEA-Geschäft abgeben oder uns ins Waldviertel schicken an die Adresse Niederschremser Straße 4b in 3943 Schrems. Und eben, das ist eine ganz schöne Hürde, die ein bisschen an Einsatz und ein wenig Disziplin verlangt und die Zeit rennt. Und darum bitte, mach's gleich. Bei mir ist es so, das, was ich mir vornehme, dass ich gleich mache, hat wesentlich bessere Chancen, dass es gelingt, als wenn ich mir denke, das mache ich in einer Woche. Da sind die Chancen schon größer, dass ich es vergiss. Also mach's gleich. Und zwar, es geht um das, dass in dem Wahlkampf, ich habe es jetzt erst schon gesagt, notwendige Sachen auf die Bühne kommen. Ein Gedicht von Brecht hätte ich noch. Ja, bitte. Wie man uns in den Abhängigkeiten und Gefangenschaften es uns oft da irgendwie einrichten. Das Gedicht heißt Die Krücken. 7 Jahre wollt kein Schritt mehr glücken. Bis ich zu dem großen Arzte kam, fragte der, wozu die Krücken? Und ich sagte, ich bin lahm. Sagte der, das ist kein Wunder, sei so freundlich zu probieren, was dich lähmt, ist dieser Plunder. Geh, fall, kriech auf allen Vieren. Lachend wie ein Ungeheuer nahmen mir die schönen Krücken, brach sie durch auf meinen Rücken, warf sie lachend in das Feuer. Nun, ich bin kuriert. Ich gehe. Mich kurierte ein Gelächter. Nur zuweilen, wenn ich Hölzer sehe, gehe ich für Stunden etwas schlechter. Das finde ich ein gutes Schlusswort für das Interview. Also. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die guten Anregungen. Und ich wünsche dir viel Glück für die erste Hürde, die 6.000 Unterstützungserklärungen. Es ist zu schaffen, es ist ein brutaler Weg, das weiß ich. Das ist sehr eng
Möge die Übung gelingen, zu schaffen ist dann, wenn sich nur Leute auf den Weg machen und das tatsächlich dann. Genau. Also, bitte macht es. Auf geht's und macht es. Das war Rainer Wein. Ich danke euch, unserem geschätzten Publikum, unseren Zusehern und Zuseherinnen. Ich hoffe, auch die Zuseherinnen in Teneriffa konnten das gut mitverfolgen. Euer Name, mein Name ist Michael Winkler und passt auf, seid vorsichtig und lasst euch nichts gefallen.